Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt's kein Gameplay, keine übermäßigen Packs oder sonst irgendwas. Heute schauen wir drauf, wie ich meine letzte Weekend League abgeschlossen habe. Ich habe Ziele ein paar abgeschlossen, meine Verkäufe, das Dotti kommt und wir schließen eine SBC ab und schauen uns die SBCs an, die heute rausgekommen sind. Ich würde sagen, ja, das war's. So, dann starten wir gleich einmal mit den Zielen, die ich mittlerweile schon abgeschlossen habe. Denn ich habe 8 von den Icon-Tausch-Spielern freigeschalten. Hier mal die ganzen Offline-Dinger, die hole ich mir dann noch ab. Und auch noch einmal die Sri Lions und die Selecao. Die anderen werde ich nicht abschließen, denn ich hole mir dann noch das 85er-Pack und das 83er-Pack. Ich glaube 5x85 und 23x83 oder so. Bei den Saisonfortschritten bin ich auch schon ziemlich weit. Ich bin auf Level 16. Ich habe hier noch nichts abgeholt. Das hole ich mir dann erst zum Dotti ab, die ganzen Packs und so. Eigentlich könnte ich es auch gleich abholen, ist ja egal. Auf jeden Fall holen wir einmal den Spieler ab. Und ich habe hier überlegt, ob ich mir Bakambu mitnehmen soll. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Der RM war relativ uninteressant. Oder den ZM, den Dunchan, irgendwie so. Und ich werde mich für ihn entscheiden. Er hat zwar ein bisschen wenig Ausdauer, wie ich finde. Ich habe bei den ZMs und ZMs am liebsten so um die 90, aber er hat ziemlich gute Overall-Stats, deswegen nehmen wir den mit. Den abgeholt, vielleicht kommt er auf die Bank als Wechselspieler. Ich glaube, er wäre gar nicht so schlecht. Hier haben wir noch eine doppelte Karte. Da gehen wir auf Beenden. Dann schauen wir zu meinem Lieblingsthema, die Weekend League. Und die Weekend League, oh, so schlimm. Die war echt wieder so schlimm. Ich meine, ich habe diese Weekend League, glaube ich, war ich vom Gameplay her die schlechteste Weekend League, die ich seit langem gespielt habe. Aber es war auch die Verbindung so Schrott. Und ich bin dann einfach nur mit den Innenverteidiger rausgelaufen. Und schauen wir, was rausgekommen ist. Es sind 18 Siege bei einem verbleibenden Spiel rausgekommen. Ja, es war schon wieder fast so weit, dass ein Controller fliegt, aber ich war die Verbindung war scheiße. Das, glaube ich, weiß an jeder in FIFA, aber ich habe auch selber scheiße gespielt. Schade, dass ich nicht noch Gold 1 erreicht habe für noch 2 zusätzliche Megapacks. Aber ja, dann schauen wir zu den SBCs, die rausgekommen sind und eine, was ich auch definitiv abschließen werde, und zwar den Tavernier. James Tavernier, holen wir den gleich einmal ab. Ich habe hier schon alles vorbereitet. Ich glaube, ich habe so grob geschätzt 90k ausgegeben, hier den roten Spieler, hier waren ziemlich viel Erstbesitzer, da habe ich eigentlich, glaube ich, nur Bellarabi gekauft um 2,8 und das war's, ja, das, der Rest ist alles Erstbesitzer, Game Up, hier gibt es auch ein Elektrum Spielerset, Oscar Game Up natürlich, die erste Aufgabe abgeschlossen. Und dann ein 85er Squad, das ich noch abgeben muss mit einem Team of the Week und 65 Team Chemie. Hier habe ich mir Volland gekauft, Command habe ich mir gekauft, Volland, dann Bizzi habe ich mir gekauft, Rafa habe ich mir gekauft und den Rest hatte ich in Verein Müller habe ich mir auch gekauft, nein, hatte ich sogar in Verein, ich habe gedacht, den habe ich mir schon länger mal geholt, ja, das ist alles. Was ich mir geholt habe, also kann man sich grob ausrechnen, ich glaube so bei den 90k ungefähr. Hier gibt es auch noch ein seltenes Elektrum Spielerpack. Und dann haben wir, glaube ich, den besten Rechtsverteidiger, den was es zurzeit gibt. Ich will nach dem Dotti mein Team umbauen. Ich hoffe mal, dass ich ihn dann irgendwie einbauen kann, obwohl ich auch den Kleiber habe. Mal schauen, wer von beiden ins Team kommt, aber der bekommt sicher noch ein Upgrade. Wenn er nicht sogar zwei, weil 5 Spiele gewinnt. Die Rangers sicher, weil die sind das Beste in der Liga, was es gibt. Das wird für sie kein Problem sein und Inform, so viel wie er jetzt hat, also er wird sicher auch noch einen Inform kriegen und mit 88, er sieht jetzt schon extrem gut aus und wenn er dann noch 2 Upgrades kriegt, dann GG, Junge. Dann schauen wir, was noch rausgekommen ist. Heute ist der Kurzawa rausgekommen und ich finde, der von den Werten her, von den Stats sieht er richtig gut aus. Auch als ZDM-Spieler zum Beispiel. Aber er hat mittelgering Arbeitsrate. Und da habe ich beim Bellerin schon als Außenverteidiger die Probleme gehabt mit geringer Arbeitsrate bei der Defensive. Wie ich ihn gesehen habe, wollte ich am Anfang eigentlich machen. Habe ich mir gedacht, super Link zu Mbappé und Neymar. Die kann man da gut in jeden 4-3-3 linken. Aber so
Er hat echt extrem gute Werte, aber das geringe Arbeitsrate ist absolut nicht, wie ich finde, und deswegen kommt daraus, wird nicht gemacht. Top-Opt-In schließe ich noch ab, das schließe ich auch noch ab, die hole ich mir auch noch. Ja, das sind genau die zwei Packs, die ich mir von den Tauschobjekten noch holen will, eben fürs Dotti auch. Und es ist noch eine SPC rausgekommen, und zwar eine mittlere und Basis-Icon SPC, beziehungsweise Basis-mittlere Icon SPC. Und die geht 30 Tage, glaube ich, ja, 30 Tage. Und zum Dotti, wenn alle ihre Packs sind, kann man die SPC sicher extrem günstig abschließen. Dann wird der Markt komplett am Boden sein, dann werde ich sich vielleicht auch machen. Außer ich habe noch extrem viel Unterspare. Ich muss mal schauen, wenn ich viel Unterspare habe und wenig kaufen muss, dann werde ich die SPC so bisschen gestottert, macht ja nichts. Werde ich die SPC sogar noch angehen. Den 83er mit einem Team of the Week, 85er ohne was, noch ein 85er mit Team of the Week und ein 86er mit Team of the Week. Es geht, ich finde, es geht. Und zum Dotti, wenn alle ihre Packs sind, wird es sicher um einiges billiger sein wie jetzt. Dann schauen wir noch rauf auf die Transfers, weil wenn ich das gewusst hätte, ich ein paar Karten nicht verkauft. Ich habe schon ein paar Karten vom Verein verkauft, denn ich habe zwischenzeitlich einmal Packs aufgemacht. Ich habe sogar aufgenommen, aber ich habe die Aufnahme unabsichtlich für immer gelöscht. Die war einfach weg dann. Ja, von zwei Packs, also die hat man sogar gesehen, glaube ich. Jetzt habe ich einen Blödsinn geredet. Nein, die Packs habe ich sogar hergezeigt. Ich habe zwischendurch mal Packs aufgemacht, die ich nicht hergezeigt habe. Wobei ich mir bei Oblak jetzt echt nicht sicher bin, aber ist ja egal. Jedenfalls, ich habe Oblak verkauft. Die sind jetzt sicher höher, denn ich habe sie schon vorige Woche verkauft. Jetzt eben durch die SPCs gestiegen. Son hier noch 84er und da habe ich ein paar Silberspieler getradet. Können wir alles hergeben. Und jetzt schauen wir uns noch den Ladebildschirm an, wenn ich ihn mal sehe. Denn ich bin früher fünfmal reingegangen. Ich habe ihn nur einmal ganz kurz gesehen. Da ist das Dotti-Arm und ich probiere es jetzt. Wenn man sieht, mache ich einen Screenshot, dann sehen wir uns kurz wieder. So, und nach wieder, ich glaube, gefühlt 10 Versuchen, habe ich den Ladebildschirm endlich lang genug gesehen, dass ich einen Screenshot machen konnte. Das Dotti kommt in 2 Tagen und 21 Stunden. Es sind, zum jetzigen Zeitpunkt natürlich, es sind noch nicht mehr Informationen. Ich habe, mein Twitter habe ich ehrlich gesagt keins. Ich habe auch jetzt auch noch nicht so geschaut. Ich würde gern wissen, beziehungsweise würde es mich sehr interessieren, kommt gleich das ganze Dotti, kommt es wieder etappenweise mit Verteidiger, Mittelfeldspieler, Stürmer. Aber auf jeden Fall am Freitag ist es, startet das Dotti, und ich freue mich richtig auf dieses Event. Ich spare jetzt zum dritten Jahr hintereinander Packs auf. In den ersten 2 Jahren, also voriges und vorvoriges Jahr, habe ich kein Dotti gezogen. Voriges Jahr habe ich sowieso nur Mist gezogen. Vor 2 Jahren habe ich zumindest eine Ikone gezogen. Aber wenn ich. Es muss jetzt einmal soweit sein, eigentlich, dass ich ein Dotti ziehe. Und ja, ich bin richtig gehypt auf dieses Event, muss ich sagen. Und ich würde sagen, ich laber jetzt schon lang genug herum. Wünsche euch was, das war's von diesem Video. Daumen nach oben würde mich natürlich sehr freuen und ciao. Bis dann.